Liebe Freunde virtueller Zeitverschwendung, ich bin CoalPerlen100, der mit der Zeit dran, der von Sting und Co. Habt ihr den Channel hier gerade abonniert oder gerade erst gefunden? Ich weiß, das ist eine komische Frage, aber die kam mir gerade so in den Kopf. Nun ja, willkommen zurück zu The Witcher 3 Wild Hunt. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind immer noch in den tiefsten, verschneitesten Bergen von Skellige und haben ja ein Haus gefunden, in dem ein Riese wohnt und sich hier seine Mahlzeiten aufgebahret hat, um sie sich dann auszusuchen. Hier, Mensch am Stiel, abgeknabberter Mensch am Stiel, ein bisschen was aufgehängt, so zum Abhängen, wisst ihr, das Fleisch richtig schön durchhängt wie bei Rind. Ist ein Gourmet, unser Riese, ist ein Gourmet. Wir haben am Ende unserer letzten Quest, beziehungsweise unseres letzten Parts, endlich die meisterlichen Rüstungsschmiedewerkzeuge gefunden. Das heißt, neben dem besten Waffenschmied, Hadori, ich hab's vergessen, shit, steht uns jetzt auch der beste Rüstungsschmied zur Verfügung demnächst, nämlich Fergus, der in Krähenfels ist, da wo der blutige Baron war, ihr erinnert euch. Und der wird uns, glaube ich, wenn ich mich richtig entsinne, beziehungsweise richtig interpretiere, endlich unsere Bärenrüstung machen können. Und da wir ja auch schon Zutaten für die verbesserten Bärenrüstungen gefunden haben, also zumindest die für die verbesserte, ja, also eine ziemlich gute, werden wir die dann vielleicht sogar gleich noch aufbessern können. Aber wir wissen es nicht. Jetzt sind wir auch gerade weit weg davon. Wir sind wirklich meilenweit weg. Hunderte Meilen weit von diesem Ort. Diese Ruine da hinten interessiert mich so brennend. Ihr könnt es euch gerade gar nicht vorstellen. Deswegen habe ich auch die ganze Zeit die Kamera da drauf. Aber wir haben jetzt auch gerade sowieso ein anderes Ziel. Wir müssen hier dieser Spur folgen, die der Riese hinterlassen hat. Und auch Menschen. Und müssen Hjalmar finden. Und wir hoffen einfach inständig, dass wir ihn lebend finden. Das wäre sehr viel wert, muss ich sagen. Ah, ihr seht hier oben, das ist so die natürliche Patrouillenroute des Riesen gewesen. Was hat er denn hier gemacht? Die Sonne angebetet oder ist er da hochgeklettert? Was ist das denn? Oder haben die den hier in die Knie gezwungen? Wieso hat denn der da seine Handabdrücke drauf? Das ist ja sehr interessant. Okay, wir gehen einfach mal weiter. Denn wir verlassen unsere Questmarkierung schon wieder. Oh, ist das hier Eis? Das ist echt Eis. Wenn man darauf jetzt so ein bisschen lang rutschen würde, das wäre cool. Das finde ich echt cool. Sau geil, das Geräusch, wie es alles so ein bisschen so leise vor sich hin knackt. Wahrscheinlich brechen wir dann auch gleich ein. Okay, hier gibt es irgendwo Spuren, die darauf hindeuten, wie es weiterging. Wir wissen, dass Hjalmar anscheinend, deswegen sind ja hier diese zweierlei Fußspuren, vor dem Riesen geflohen ist. Okay, wir gehen mal weiter hier runter. Bin gespannt, ob der Typ noch lebt, ganz ehrlich. Ich sehe ja schwarz. Wenn ich mal ehrlich bin, ich meine, wir sind Witcher, wir töten Monster, wir sind weder optimistisch noch pessimistisch, wir sind nur realistisch. Und genau deswegen sehe ich schwarz. Liebe Freunde der böhmischen Blasmusik. Auch wenn er sie hier lange durchgehalten hat, anscheinend war er hier dann wieder alleine, hier hatte ihn abgehängt. Wir haben ja gesehen, der Riese ist da oben lang gelaufen. Er scheint hier allein zu sein, vielleicht hat er sich hier dann auch plötzlich sicher gefühlt. Aber ich glaube, dass diese Wege sich hier irgendwann wieder an irgendeiner Gabelung treffen und da gab es das böse Erwachen für unseren guten Hjalmar. Wenn das überhaupt Hjalmar ist, das muss man ja auch mal bemerken, ne? Okay, ich höre irgendwas vor sich hin stöhnen. Und ich glaube, ich nehme meine magische Falle, denn Riesenverlangsamer hat bis jetzt noch immer gut geklappt. Hallo? Okay, sie sind auch hier an diesem kleinen Dorf vorbei. Die Hütten sind abgeschlossen, schien so eine Fischerzunge zu sein. Okay, weiter geht's. Keine Müdigkeit vorschätzen. Noch war er allein, der Riese war nicht wieder da. Wir sehen keine Überreste von ihm. Aber anscheinend kam es hier und da sind Geräuschquellen zum Showdown. Ruinen von Dorf. Oh. Der Riese ist anscheinend weg. Der hat mit was anderem zu kämpfen. Was jetzt, du Stück Dreck? So, Bitch. So, Hjalmar. Buddies? Nicht doch abbauen. Danke, Weißer. Ohne dich hätte das sicher länger gedauert. Und ich muss mich um Life kümmern.
Um wen? Die Schweine haben ihm fast die Gedärme rausgerissen. Wir beide sind als Einzige übrig. Oh, stimmt. Du weißt es vielleicht noch nicht. Ich bin Chalmar an Kraid. Ich werde deine Hilfe nie vergessen. Geralt von Riva. Der Geralt von Riva? Aus der Ballade von der Zauberin und dem Hexer? Du lebst noch. Sieht so aus. Richtig, verzeih. Hab nur gedacht, dass alles so lang her ist. Mein Vater hat mir von deinen Abenteuern erzählt. Nun, was suchst du auf Undweg? Tja, Abenteuer. Was ist mit deinen ganzen Leuten passiert? Ich habe da Fußspuren von einem Riesen gesehen. Deine Leute, was ist aus ihnen geworden? Ach, erst gab's einen Sturm und dann kam diese verfluchten Sirenen. Ich hab sie mit einem Hornwalhorn vertrieben, aber eines Nachts war's plötzlich weg. Am nächsten Morgen hat der Riese uns überfallen, meinen halben Trupp zermalmt, hat Arvid gegen die Felsen geschleudert und sich Vigi unter den Arm geklemmt. Nur vier haben es hierher geschafft. Aber wäre alles glatt gelaufen, dann wäre die Ballade über unser heldenhaftes Abenteuer verdammt kurz geworden. Eher totgeweiht als heldenhaft. Nein, die Götter wollen nur wissen, aus welchem Holz wir geschnitzt sind. Bald haben sie ihre Antwort. Ja, der Typ ist immer noch überzeugt von sich, aller Achtung, auch wenn er dabei natürlich so ein bisschen die Freundschaft, wenn es die überhaupt gab, zu seinen Männern außen vor lässt, weil die sind ja letzten Endes für sein Unterfangen gestorben, ne? Dein Vater hat mich geschickt. Er braucht dich auf Arzgellig. Unmöglich. Vater weiß, dass ich erst zurückkomme, wenn der Riese tot ist. Es hat sich was geändert. Auf Arzgellig wird das Schicksal der ganzen Skelligen entschieden. Sie bereiten die Wahl eines neuen Königs vor. Das Schicksal der Skelligen entscheidet sich hier. Wenn ich diese Tat vollbringe, haben die Götter mich zum Herrschen auserwählt. Die anderen Thronanwärter warten bereits in Caer Trolde. Dann muss ich mich wohl beeilen. Zeit, dem Riesen gegenüberzutreten. Kommst du mit? Dein Freund braucht Hilfe, ja, genau. Den müssen wir ja erstmal verarzten, oder? Vergiss nicht schon wieder alles um dich drumherum. Wir sollten uns um deinen Freund kümmern. Richtig. Wir müssen seine Wunden versorgen. Das meinte ich nicht. Er ist tot. Was? Nein, der ist nur ohnmächtig. Hat nur etwas Blut verloren. Er ist tot, glaub mir. Die Ziege? Oh Gott, wie geil. Hallo, schönen guten Tag. Er hat geschworen, seine Klinge ins Herz des Riesen zu stoßen. Bei den Knochen seiner Vorfahren. Gehen wir. Jetzt würde er es für ihn tun. Aber ich fürchte, er wird dafür unsere Hilfe benötigen. Und genau deswegen speichern wir jetzt mal kurz ab. Na gut, krallen wir uns den Riesen halt. Leider hat sein Freund nicht geschafft, das tut mir jetzt natürlich sehr leid. Ich finde aber, ich finde diesen Chalmar sehr interessant. Als Charakter, keine Ahnung warum. Auch seine Synchronstimme ist sehr angenehm. Ich sag's dir, dieser verdammte Bastard ist riesig. Hab ich schon gehört. Und gesehen. Seine Füße sind so groß wie unsere Oberkörper. Käse. Ich kann's nicht fassen, dass ich den Scheißkerl endlich habe. Noch nicht ganz. Sind hier noch mehr von diesen Sirenen? Ich höre sie nämlich die ganze Zeit vor sich hin kreischen. Wo gehst du eigentlich hin, Dude? Ah, er geht jetzt tatsächlich dahin, wo der Riese das letzte Mal abgebogen ist. Okay. Hier müssen wir uns dann echt noch eine Weile in Ruhe umgucken. Diese Insel ist zwar klein, aber die gibt so viele Points of Interest her, rein vom Visuellen. Ah ja. Geralt, hilf mir, das zu zerstören. So kommen wir sicher zur Höhle des Riesen. Du willst eine Felswand zerstören. Alles klar. Nun gut, das haben wir ja mal ordentlich zerstört. Ach so, wir sind da und jetzt soll ich quasi weiter vorgehen. Ja. Ja, du Pappnase, du. Oh Mann. So. Und wir quennen uns mal und dann rüsten wir Irden aus. Wie gesagt, verlangsamen war immer gut gegen Riesen in der Vergangenheit. So, mir nach. Ich werde diesen Riesen stellen.
Es wird kälter. Kann nicht mehr weit sein. Das ging aber schnell. Hier werden wir drüber springen müssen. Oder auch nicht. Hier ist auch wieder alles voll mit Haken und so. Oh je. Vorsichtig. Ein falscher Schritt und er ist wach. Hey, schnell! Lass mich raus, bevor er aufwacht! Der Schlüssel müsste hier irgendwo sein. Warte. Weißt du, wie Vigi noch genannt wird? Der Spinner. Und das aus gutem Grund. Am besten bleibt er da drin, bis wir mit dem Riesen fertig sind. Was? Bist du jetzt völlig verrückt, Angret? Ich dachte, er wäre dein Kamerad. Das ist er. Deshalb weiß ich auch, was er tun wird. Tja, was wird er denn tun? Ja, es gibt jetzt eigentlich keinen so rechten Grund für mich, das hier alles zu hinterfragen. Er ist der Typ, den wir finden sollten. Warum sollten wir ihm jetzt nicht einfach mal vertrauen? Letzten Endes kann das Outcome von dem Ganzen uns ja auch relativ wurst sein, oder? Lassen wir ihn erstmal dort. Vielleicht ist es ja auch zu seiner eigenen Sicherheit. Der Typ wird wahrscheinlich abhauen, ne? Also gut, dann sollte er lieber im Käfig bleiben. Was? Das wirst du mir büßen, Angret. Willst wohl den ganzen Ruhm allein einsacken? Lass mich sofort raus! Wir lassen hier niemanden raus. Okay. Wir suchen erstmal mit Hilfe der Hexersinne den Schlüssel. Oh, damn. Mahlzeit. Aua. Hä? Aua. Du Schwein. Oh nein. Ich hab's mir gedacht. Holy shit. Na dann, Dicker. Komm her, du. Den hast du erwischt, Digga. Da tun wir mal nichts weg. Okay. Der Riese tut mir leid. Vigi. Armer Kerl. Wir hätten ihn rauslassen sollen. Das ist nicht deine Schuld. Vigi war nicht gerade berechenbar. Vielleicht hätte er sich sofort auf den Riesen gestürzt, mit nichts als seinen Fäusten und seinem Schwanz bewaffnet. Schwer zu sagen, was passiert wäre. Vielleicht wäre der Kampf schlecht für uns ausgegangen. Danke für deine Hilfe, Weißer Wolf. Geralt der Riesentöter. Ich sorge dafür, dass die Skalden davon singen. Also gut, vielen Dank. Klingt jedenfalls besser als schlechter von Blaviken. Also gut. Verschwinden wir von hier. Ich will mich erst umsehen. Ich will mich noch ein wenig umsehen. Gut, dann treffen wir uns am Strand, in der Nähe des Hafens. Tun wir das? Nun ja. Okay, gucken wir uns in der Höhle noch in Ruhe um. Vor allen Dingen der Riese wird ja irgendwas hinterlassen haben, oder? Meisterlich gefertigtes Silberschwert erhalten. Wow, ist das scheiße. Krass, 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 krass. Aber das soll uns nicht aufhalten, unsere Freunde. In unserer Freunde soll uns das nicht beschränken.
liebe Kinder. Dann machen wir das Feuerchen hier wieder an, dass hier mal ein bisschen heller wird. Und wärmer in der hässlichen Höhle. Okay, Wasserflasche gefunden. In dem Moment, wo ich vorhin, ja, hier wäre der Schlüssel drin gewesen wahrscheinlich. Ja. Traurig. In dem Moment, wo ich mich vorhin auch dafür entschieden habe, ihn in dem Käfig zu lassen, habe ich mir noch gedacht, naja, da wird wahrscheinlich der Riese dann irgendwie drauf fallen oder so. Dass wir ihn damit dem Untergang geweiht haben, ist natürlich ein bisschen schade, ein bisschen traurig. Aber ja, wahrscheinlich hatte Hjalmar recht, dass er sich einfach auf den Riesen gestürzt hätte und dann wäre uns nur im Weg rumgestanden und so. Wir müssen uns das jetzt ein bisschen schönreden. Immer wenn man andere Menschen umbringt, muss man sich das dann auch schönreden. Das könnt ihr euch auch fürs wirkliche Leben merken. Legt euch vorher eine Strategie zurecht, wie ihr euch schönredet, dass ihr gerade Leute umgebracht habt. Ganz wichtig. So, alles klar. Dann würde ich aber vorschlagen, haben wir hier nicht mehr großartig was verloren. Und treffen dich haben wir mal am Strand. Ich glaube, wir sind dann hier auf Undweg soweit eigentlich ja so ein bisschen fertig. Wir sind hier fertig! Und dann treffen wir uns unten am Strand. Es sei denn, wir haben hier noch interessante Dinge. Wartet mal. Kann man sagen, wie man immer die Silhouette von diesem Turm sieht, ne? Der interessiert mich ja jetzt schon noch ziemlich brennend, muss ich sagen. Und noch irgendwelche Sachen zum Looten? Ne, das war tatsächlich hier... Ist so ein bisschen alles, was man hier finden kann, ne? Genau, da musst du drüber, Geralt. Ja, wunderbar. Du bist immer noch ein Meisterathletiker. Ein Athletiker. Das habe ich gerade wirklich gesagt. Holy crap. Oh, guck mal, der Riese hatte sogar seinen eigenen Kochtopf. Ja, ich meine gut, der hat sich hier eingenistet in den Bergen und hat Menschen getötet. Wenn sich die Menschen halt nicht in seine Richtung bewegt hätten, hätte der denen sicherlich auch nichts getan. Ich glaube, es ist ein bisschen gerechtfertigt, dass mir der Riese ein bisschen leid tut, die arme Sau. Der hatte doch da bloß seine Höhle. Die haben ja mehr oder weniger seine Ruhe gestört, oder? Das ist schon ein bisschen, kriege ich ein bisschen Pipi in die Augen. Ach, liebe Leute, da fällt mir gerade auf, die Quest geht ja gar nicht weiter. Ich bin jetzt gerade die ganze Zeit blind der Quest-Markierung gefolgt und habe gedacht, ich gehe zu Hjalmar an den Strand, aber der Typ fährt anscheinend selber zurück. Wenn ich mir jetzt mal die Karte hier angucke, mit Strand hat er wahrscheinlich gemeint, dass wir uns... quasi in Kehr Trolde treffen, da am Hafen. Kann das sein? Ich habe gerade ein bisschen Angst. Ein bisschen Angst habe ich ja. Ne, wisst ihr was? Wir können jetzt hier nicht einfach abreisen, ohne dass wir hier vorne bei diesem Turm waren, ne? Dieser Turm ist ja... Obwohl ich bezweifle, dass der da einfach so ist, zum links liegen gelassen werden. Ich glaube, da kommen wir sowieso noch hin. Ne, wir machen das jetzt. Wir gehen jetzt zu dem Schild hier und holen uns unsere Bärenrüstung, liebe Leute. Das wollten wir schon sehr, sehr lange machen. Und deswegen lassen wir es uns heute gut gehen. Am heutigen Tage lassen wir es uns gut gehen. Krähenfels. So, und nach einer geschmeidigen Ladezeit, in der das Spiel erstmal komplett wählen reinbuffern musste. Was haben wir denn jetzt? Wieso ist denn hier eine Marke? Ach so. Sind wir endlich in Krähenfels angekommen, das ist das, was ich eigentlich sagen wollte. Und jetzt begeben wir uns mal zu unserem Schmied und gucken, ob der uns direkt mal unsere schöne Bärenrüstung spendiert. Die ist ein bisschen anders, also für Leute, die es noch nicht kennen, die noch nicht so weit sind, die sich nicht damit beschäftigt haben und nichts, die ist ein bisschen anders als die, die wir jetzt anhaben. Sie hat eher so einen, ja, einen Kleidcharakter fast schon. Wir werden auf jeden Fall so eine Art Umhang tragen, der das Ganze ein bisschen rockähnlich aussehen lässt, was wir dann tragen. Aber ich weiß nicht, das passt irgendwie, das hat sowas... So was Zen-Meistermäßiges. Das ist was, das kann man nicht so richtig in Worte fassen. Mir gefällt es einfach. Ich habe mich, ich habe es, wie gesagt, am Anfang nicht leiden können. Und jetzt mittlerweile finde ich es irgendwie nice. Deswegen machen wir das jetzt einfach mal. Jetzt sehe ich auch gerade, dass sogar da am Anschlagbrett wieder Zeug dran ist. Wahrscheinlich haben sich wieder neue Sachen eröffnet, weil wir ja ein höheres Level sind mittlerweile. Wie kann ich helfen? Tja, Fergus, ich glaube, damit hättest du nicht mehr gerechnet. Schau mal. Ich war vor einiger Zeit auf Undweg und habe das hier gefunden. Mensch, nicht dein Pferd. Das sieht echt aus. Weil es das auch ist. Sieh nur die Zeichen. Echt? Woher hast du es? Gott, dumme Frage. Das war nicht einfach. Also, ich hoffe auf einen guten Preis für meine Rüstung. Harmon Elb Grönekahn, Generalleutnant der 2. Reiterarmee. Willkommen in unserer bescheidenen Schmiede. Was für eine große Ehre. Mir ist zu Ohren gekommen, dass der General ein Kenner und Sammler von Rüstungen ist. Das stimmt.
Und du wirst als Meister deines Handwerks bezeichnet. Zu gütig, Herr Zuhl. Ich brauche eine Rüstung. Schwer. Sie muss Geschossen standhalten können. Geschossen? Bolzen etwa? Nicht einfach. Mit einer speziellen Legierung, Härtung. Mit dem neuen Werkzeug geht das. Fach das Feuer an. Ich bereite den Rest vor. Ganz schön dreist, deine Helferin. Du erlaubst dir viel. Tja, es ist, wie es ist, General. Gute Hilfe ist schwer zu finden. Wir gehen nach draußen, um das Geschäftliche zu besprechen. Darf ich kurz unterbrechen vielleicht? Hallo? Es ist immer dasselbe. Mir reicht's. Dir reicht's? Sie behandeln mich wie Dreck, eine niedere Arbeitskraft. In Wahrheit muss ich die Rüstung des Nilfgaarders machen, dem Fergus in den Arsch kriecht. Und deine übrigens auch. Und was macht Fergus eigentlich? Hufeisen, Nägel, er kann nicht viel mehr. Versaut schon die einfachsten Sachen. Sehr cool. Aber er wird Meister genannt. Niemand würde mich für eine gute Rüstungsschmiedin halten. Einen Menschen, obendrein noch eine Frau. Aber einen Zwergenschmied schon. Würdest du mir die Rüstung umsonst machen, wenn ich dafür sorge, dass die Leute dich anerkennen? Wenn das so ist, sei standhaft. Lass dich von ihm nicht so behandeln. Das werde ich auch nicht mehr. Er kann die Rüstung für den Nilfgaarder selbst machen. Ich mache auch eine. Dann sehen wir, welche besser ist. Aber eine Sache schaffe ich nicht alleine. Würdest du mir helfen? Selbstverständlich, Hübschchen. Hängt davon ab, wobei. Um die Rüstung fertigzustellen, muss ich sie härten. In einem Bad abschrecken. Eigentlich nehmen wir Öl, aber ich möchte Säure benutzen. Kikimoras und Erzgreifen spucken Säure. Erzgreifen? Meinst du Drachengreifen? Vor einigen Tagen kamen die Männer des Barons vorbei. Sie haben nördlich von Krähenfeld einen gesehen. Er hat dort Menschen umgebracht. Was? Oh, hat er verkackt. Gut, die Säure bringe ich dir. Wahrscheinlich gibt es einen Auftrag für den Greif. Dann könnte ich zwei Bestien mit einem Stein erschlagen. Ich sehe, was ich tun kann. Bring mir die Säure, dann beweise ich, dass ich besser bin als Fergus. Und ich fertige die Rüstungen an. So gute Rüstungen wie kein anderer. Tja, interessante und überraschende Entwicklung, liebe Leute. Besorge die Säuredrüse eines Greifen. Wahrscheinlich gibt es hier tatsächlich einen Auftrag dazu. Auftrag, Bestie von Ehrendorf, da ist sie. Gute Leute, bei unserem schönen Ehrendorf treibt ein gefährlicher Spuk, eine Bestie oder ein Teufel sein Unwesen und stiftet Verdruss. Dem Tapferen, der es wagt, den Unhold zu erschlagen, ist nicht nur unsere tiefste Dankbarkeit, sondern auch eine ordentliche Belohnung gewiss. Wer mehr erfahren möchte, suche uns auf Frage nach Sobemir, dem Ältesten. Nehmen wir natürlich Greif im Hochland, das ist es. Lest dies genau durch, wenn ihr gutes Geld macht und euren Mitmenschen helfen wollt. In den Hügeln nördlich von Krähenfels treibt eine Bestie Unwesen, vermutlich ein Greif. Wer sie tötet und dem Quartiermeister von Krähenfels eine Trophäe bringt, bekommt eine angemessene Belohnung. Wer sich dagegen nicht in seine Mitmenschen schert und auch nicht den Mumm hat, einem Greifen entgegenzutreten, der halte sich fern, sonst endet er als Abendessen der Bestie. Was wohl bedeutet, dass Selbstmörder ruhig zum Monster gehen und ihre jämmerlichen Leben beenden können? Quartiermeister von Krähenfels. Ja, nehmen wir natürlich mit. Und zu dieser Bestie werden wir uns jetzt auch mal aufmachen. Ich werde das Ganze ein bisschen für euch abkürzen, mehr oder weniger. Denn im Mittelpunkt steht, dass wir diese Rüstung kriegen. Ich finde es sehr cool, dass es die Frau für uns macht, aber ich will jetzt einfach nur noch meine Rüstung haben. Deswegen schlachten wir diesen Greifen jetzt. Wir haben schon genügend Greifen getötet. Dieser eine Greif wird das Kraut auch nicht mehr fett machen. Den greifen wir uns. Mann, und ich kann mich irgendwie erinnern, dass wir hier oben auf so einem Hügel schon mal waren und einen Greifen getötet haben. Wahrscheinlich waren wir da einfach ein bisschen zu schnell dran. Gut, dann zerknacken wir ihn halt nochmal. So ein Problem ist das ja jetzt nicht, ne? Wieder gehen wir in wunderschöne, dichte Wälder. Ich habe das Gefühl, die Questmarkierung ändert sich die ganze Zeit. Sowas Schlimmes. Meine Fresse. Moment, mal kurz speichern. Weil wir Speicherer sind. Und jetzt wollen wir uns den Greifen. Komm her, du Greif, du. Wo bist du? Wo sind Spuren von dir?
Nur noch eine Hand übrig. Der Erzgreif hatte ein Festmahl. Holy shit. Na dann, hat er wenigstens eine Spur hinterlassen. Ha? Die Feder eines Erzgreifs. Er muss sie beim Wegfliegen verloren haben. Hoffentlich ist das Nest in der Nähe. Tja, ich gehe davon aus, dass das Nest in der Nähe ist. Wahrscheinlich an der höchsten Stelle des Berges, um perfekte Übersicht zu wahren. Oh, hi. Guck mal, ich kann atmen. Kannst du nicht, gell? Komm her, Greif. Holy shit. Nicht bluten. Wie, du machst ja auch dieses Säurespielchen. Komm her, du. Dieses Art erholt sich auch immer so schnell, oder bilde ich mir das ein? Guck jetzt mal an. Schade, da hätte man fast gehabt. Geiler Greif. Sehr geiler Greif. Ich finde cool, dass der so schwarz ist, so komplett. Wahrscheinlich wegen dieser Säure, die seinen Körper innerlich verpestet. Macht auf jeden Fall was her. Vor allem mit Hairworks. Hairworks! Okay, gib mir dein ganzes Zeug. Und der hat natürlich eine Greifentrophäe dabei. Ja! Und diese Cutscene ist ein bisschen kaputt, weil die Kamera im Greifen drin ist. Nun ja, passiert hin und wieder auch. Was jetzt natürlich cool wäre, wenn diese Greifentrophäe, yes, an unserem Sattel hängt und dazu auch noch erhöhte Erfahrung bei Monstern liefert, so wie es alle Trophäen gemacht haben. Chance auf Verstümmeln. Ach, weißt du was, komm, ich will wieder meine Greifentrophäe haben. Chance auf Verstümmeln ist perfectly fine. Perfectly fine. Oh, warum ist das denn so? Warum haben wir denn beim Greifen im Tutorial den Kopf richtig abgeschnitten und hier darf er rumliegen bis an seine Lebensendentage. Das ist sehr schade. Das ist sehr schade. Okay, aber wir haben den Greifen getötet. War ein cooler Kampf, wenn auch sehr easy, wenn auch sehr schnell vorbei. Wir bringen die Trophäe. Nun, zu dem Typen, der die Aufgabe gestellt hat natürlich, außer die Drüsen. Die behalten wir selbstverständlich. Und dann holen wir uns unsere Bärenrüstung. Ich kürze das mal für euch ab. Achtung, Schnitt. So, da sind wir auch schon. Nehmen wir unseren schönen Greifenkopf mal noch ab. Trinken wir, es wird schon ab. Obwohl ich ihn gar nicht abgeben will. Nein, nein, nein. Ach, Mann des Barons. Wo ist er denn, der Quartiermeister? Alles Männer des Barons? Wo ist er denn, der Slashek? Schläft der schon, oder? Der Dude ist weg. Okay, wir geben erstmal unserer Dame hier diese Säuren, oder? Würde ich vorschlagen. Du bist zurück. Und? Hast du die Säure? Yep. Mhm. Benutze sie mit Bedacht. Sie ist das Ätzendste, was es gibt. Wortspiel. Ich weiß. Dort, wo ich herkomme, hat sie viele Männer verätzt. Die Rüstung ist bereit für den letzten Schliff. Wir werden bald sehen, wer besser ist. Fergus oder ich? Du natürlich, Schnuggelmäuschen. Geralt, sie ist fertig. Was? Sieht sehr professionell aus. Willkommen, General. Die Rüstung ist fertig. Sie ist sehr schön geworden, wenn ich so sagen darf. Eher grob. Ich vertraue darauf, dass das Aussehen nicht der Qualität entspricht. General, ich habe ebenfalls eine Rüstung angefertigt. Werfen Sie einen Blick. Was soll das heißen? Wir legen es offen. Sie hat's verdient. Sie ist die Meisterschmiedin. General, Joanna ist die Meisterschmiedin, nicht Fergus. Sie hat diese Rüstung angefertigt, um es zu beweisen. Um der Götter willen, Joanna. Was erlaubst du dir eigentlich? Temerien ist und bleibt wildes Land.
Ungehorsam dieser Art würden wir in Nilfgaard niemals dulden. Wenn ich erklären dürfte, Herr General, ich bin nur dem Anschein nach Fergus Untergebene. Darauf haben wir uns geeinigt, denn niemand würde glauben, dass eine Frau besser ist als ein Zwerg. Du hast recht. Ich hätte es nicht für möglich gehalten. Aber du bist von deinen Fähigkeiten überzeugt. Dann wollen wir sie testen. Nicht mit Puppen, sondern im echten Kampf. Oho, was für ein Auflauf. Du da, leg diese Rüstung an. Ich wollte nur mein Pferd beschlagen lassen. Das ist keine Bitte. General, ich habe diese Rüstung für einen Mann gefertigt. Sie passt mir nicht richtig. Dann such dir jemanden, dem sie passt. Geralt, würdest du mir helfen? Wo werde ich hier schon wieder reingezogen? Was soll das für ein Test werden? Ich habe eine Rüstung bestellt, die Bolzen standhalten soll. Wie werde ich das wohl testen? Keine Sorge, Geralt. Diese Rüstung hält jedem Bolzen stand. Durch das Härten mit der Säure kann nur eine Ballista sie durchdringen. Hilf mir bitte. Okay. Also gut. Hoffentlich bereue ich es nicht. Legt beide eure Rüstung an. Ich erwarte euch draußen. Ich will aber die Rüstung nicht. Ich will meine Bärenrüstung. No. Zum Teufel, ich bin nur gekommen, um mein Pferd beschlagen zu lassen. Oh man. Oh man. Sieht das für dich nach einer Rüstung aus, die Bolzen standhält? Oh Mann. Entschädige diesen Mann. Gut. Dann wollen wir mal sehen, was diese andere Rüstung. Entschädige diesen Mann? Alter, bist du wahnsinnig? Sehr cool. Lebt er? Ja, aber die Rüstung taugt nichts. Steh auf, ich will mir die Rüstung ansehen. Tja, sieht aus wie deine. Nicht mal eine Delle. Ich bin nicht leicht zu beeindrucken, aber ich muss zugeben, dass es dir gelungen ist. Wohin willst du, Zwerg? Hör gut zu. Die Schmiede gehört ab jetzt Frau Joanna. Sie wird alle Aufträge der Nilfgaardischen Armee erledigen. Verstanden? Ja, klar und deutlich. Deine Bezahlung für die Rüstung. Ich schicke jemanden, um sie abzuholen. Dann gehe ich wohl auch besser. Ich hole nur meine Sachen. Warte. Wir müssen nicht getrennte Wege gehen, Fergus. Du warst mir eine gute Hilfe. Wir könnten weitermachen. Nur ohne die Lüge. Wir zwei sind vielleicht ein Paar. Gut, dann heizt das Feuer an. Wir haben einen Kunden, der eine Rüstung braucht, die eines Hexers würdig ist. Ja. Ja. Auf geht's. Und zwar für Lau, wenn ich bitten darf. Du hast daran gezweifelt, dass die Rüstung dich schützt. Gib's zu. Nein, ich hab dir von Anfang an geglaubt. Meisterlicher Arbeit vertraue ich. Danach strebe ich selbst. Du hättest nicht nach dem legendären Werkzeug von Undvik und der Säure des Erzgreifs gefragt, wenn du nicht wüsstest, was du tust. Vielen Dank für dein Vertrauen in mich. Gib uns ein paar Tage, dann ist deine Rüstung fertig. Komm. Ich werde dir helfen, sie auszuziehen. Oh, aber dreh dich um. Also sag mir, so, liebe Leute, warte einen Tag, während Joanna deine Rüstung schmiedet. Da lasse ich euch jetzt noch dran teilhaben. Keine Panik. Wir warten einen Tag. So, lass mal hier mal laufen. Und dann pünktlich, wenn die Sonne am Mittagshorizont steht. Bumm. Werden wir unsere Rüstung holen. Hoffentlich haben wir sie jetzt. Hoffentlich haben wir sie jetzt. Ich verabschiede mich schon mal visuell von meiner treuen Witcher-Vipern-Rüstung. Ich habe sie heiß und innig geliebt. Vielleicht kommen wir irgendwann zu ihr zurück. Geralt, schön dich zu sehen. Was kann ich für dich tun? Meine Rüstung. Geht es damit voran? Fertig. Ich habe die Verbindungen verstärkt und die Rüstung in Säure getaucht, wie es die Tradition meines Clans verlangt. Danke. Was schulde ich dir?
Aber bitte, ohne dich wäre ich gar nicht hier. Yes. Betrachte sie als mein Dankesgeschenk. Nimm sie. Möge sie dir gute Dienste leisten. Danke. Und du pass auf dich auf. Ach, es gibt so Tage, da läuft einfach alles wie am Schnürchen. Hexenjägerrüstung. What? Stufe 27? Die haben das angehoben, die Schweine. Die ist normalerweise ab 22, 23 gewesen. Oh, du miese Sau. Okay, vielleicht können wir sie ja wenigstens schon mal... Geralt, schön dich zu sehen. Was kann ich für dich tun? Du könntest... vielleicht kann ich sie ja ein bisschen aufbauen. Schon mal. Es geht um eine Hexerrüstung. Wie ich eiskalt noch 5 Level steigen muss. Ich dreh durch. Okay. Henkerstiefel, Bergstiefel, Assassinenstiefel, meisterlich gefertigte Bärenstiefel. Ich glaube, das ist doch das, was wir dazu brauchen, oder? Das ist doch das, was wir gerade gekriegt haben, ist die Bärenrüstung. So, ne, das kannst du nicht, das kannst du nicht, das kannst du nicht. Ach so, jetzt immer. Ah, ne, doch nicht. Überlegene Bärenrüstung. Was braucht die? Die verbesserte Bärenrüstung. Das ist gar nicht die Bärenrüstung, das ist einfach Hexenjägerrüstung. Das finde ich doof. Ich habe gedacht, ich krieg von der die Bärenrüstung. Ich will die Bärenrüstung haben. Ah, das Leben meint es nicht gut mit mir. Okay. Das ist ein sehr underwhelming Schluss zu dem Ganzen. Wir lassen uns jetzt aber endlich mal wieder reparieren für 1000 Gold. Ja, ich lasse einfach alles reparieren, ist mir doch wurscht. Naja, gut. Dann haben wir aber endlich mal was von unserer Aufgabenliste gestrichen, was schon sehr, sehr lange dort verweilt hat. Nämlich seit wir das erste Mal hier in Velen und Krähenfels angekommen sind. Wir haben die Werkzeuge geholt von ewig weit weg und haben uns die Rüstung machen lassen. Und jetzt, überlege ich mal, wie ich am schnellsten wieder zurück zu Skellige gekommen. Und dann geht's dort weiter. Mit wildesten Abenteuern, liebe Leute. The Witcher 3 Wild Hunt. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Massive Überlänge heute. Wahnsinn. Bis zum nächsten Mal. Also, tschüss. Gut, und bis dann. Kopf, wir müssen den Stand halten.